Me llamo Julio Cusurici Palacios. Soy un indígena. Mein Name ist Julio Cusurici Palacios. Ich bin ein Indigener aus der Region Madre de Dios in Peru. Ich möchte der Welt eine Nachricht schicken. Im Amazonas-Regenwald von Madre de Dios werden die Rechte indigener Völker verletzt, weil auf unseren angestammten Gebieten Nationalparks errichtet wurden. Ancestrales se han creado parques nacionales. Hallo, ich bin Lara und ich bin im Bundesvorstand der Naturfreunde Jugend. Und ich bin Anna, ich mache gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Naturfreunde Jugend. Wir wollen heute auf Nationalparks und Naturschutz im globalen Süden schauen. Grundsätzlich hat Naturschutz ja ein relativ positives Image angesichts Klimakrise und Artenschwund. Und wir denken vielleicht bei Naturschutz zuerst an die deutschen Nationalparks, an den Bayerischen Wald oder die Sächsische Schweiz. Wir sprechen heute aber nicht über den geschützten Naturraum in Deutschland, sondern über Nationalparks im globalen Süden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass bekannte Naturschutzgebiete wie der Yellowstone-Nationalpark in den USA von Kolonialmächten eingerichtet wurden? Von der Entstehungsgeschichte bis heute. Koloniale und postkoloniale Muster setzen sich seitdem fort. Wir versuchen heute auf die folgenden Aspekte einzugehen. Wie werden Nationalparkgebiete eigentlich ausgewiesen? Wer sind dabei die handelnden Akteure? Und wie demokratisch ist das ganze Verfahren? Außerdem gehen wir darauf ein, was wir eigentlich für ein Verständnis von Naturschutz haben und wie dieses mit indigenen Vorstellungen kollidiert. Wird eigentlich indigenes Wissen in die Errichtung von Nationalparks mit einbezogen? Wie sieht es außerdem aus mit wirtschaftlichen Interessen, zum Beispiel mit Eintrittsgeldern oder Jagdlizenzen? Wie ist der Zugang für die lokale Bevölkerung zu den neuen Nationalparkgebieten? Um zu verstehen, wie eng die Entstehung von Nationalparks mit der Kolonialgeschichte zusammenhängt und warum auch heute einige Organisationen von grünem Kolonialismus sprechen, wenn es um das Ausweisen neuer Flächen oder die Verwaltung bestehender Parks geht, müssen wir zu den Anfängen der Nationalparkgeschichte zurückgehen. Die Idee der Nationalparks stammt aus den USA. Einer der ersten Nationalparks dort war der Yellowstone-Nationalpark. 1872 wurde er gegründet mit dem Ziel der Natur als Erlebnis. Das könnte man heute auch kritisch sehen und als Disneyfizierung der Natur bezeichnen. Laut Gründungsdekret war sein Zweck ein öffentlicher Park oder Erholungsfläche zum Nutzen und zur Erbauung des Volkes. Mit Volk war allerdings nicht die dort lebende indigene Bevölkerung gemeint. Das Gelände wurde von Shoshonen bewohnt und auch von anderen indigenen Gruppen, Crow, Bannock, Blackfeet und Nez Perce, genutzt. Als der Nationalpark geschaffen wurde, wurden sie jedoch gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Diese Entstehungsgeschichte des Yellowstone-Nationalparks ist jedoch kein Einzelfall, sondern Sinnbild für das koloniale Erbe, das Nationalparks darstellen. Ende des 19. Jahrhunderts sollte in der Kolonie Deutsch-Ostafrika ebenfalls eine Fläche geschaffen werden, die künftigen Generationen von deutschen Kolonisierenden eine Möglichkeit der Erholung bietet. Das Selous-Wildtierreservat wurde also nicht als Schutz- und Erholungsgebiet für die dortige Bevölkerung eingerichtet, sondern für die Kolonialherren selbst. Die Entstehungsgeschichte ist geprägt von Krieg, Entvölkerung und Zwangsumsiedlung und massiver Einschränkung der indigenen Landnutzungsrechte. So große Gebiete wie das Selous-Reservat, heute mit 50.000 Quadratkilometern das größte der Welt, konnten nämlich nur deshalb als Wildschutzreservate ausgewiesen werden, weil die Kolonialverwaltung das Land als besitzlos erklärte. Somit gehörte das Land in der Theorie niemandem und die deutsche Verwaltung verfuhr damit, wie sie wollte. Natur wurde als Objekt betrachtet, als eine Ressource, die vom Menschen ausgebeutet werden darf. Vertreibung und Mord im Namen des Naturschutzes. Das war das Modell der Kolonialmächte und das wirkt bis heute fort. Das liegt vor allem an den Anfängen der Naturschutzbewegung und zwei zentralen Irrtümern, wie Naturschutz aus eurozentrischer Perspektive, aus der Perspektive des globalen Nordens, verstanden wurde. Der erste Irrtum ist, Gebiete wie zum Beispiel den Regenwald im Kongo-Becken als Wildnis anzusehen, unberührt von Menschenhand seit Jahrtausenden entwickelt. Aber ehrlicherweise ist Wildnis nur ein Konstrukt. Eine Trennung von Mensch und Natur ist in diesem Sinne gar nicht möglich. Indigene Völker haben einige der berühmtesten, in Anführungsstrichen, Wildnisgebiete, über tausende von Jahren verändert, durch Anbau und Gärten, Rodung und Brände. Was wir heute als reine Natur betrachten, ist durch Menschenhand geschaffen und geformt. Der Mensch ist also nicht per se Störfaktor in einer von ihm getrennten Natur, auch wenn er heute meist als solcher betrachtet wird. Koloniale NaturschützerInnen sahen in dem Land allerdings unberührte Wildnis, weil es nicht in ihrer europäischen Vorstellung passte, von einer industrie- und menschengeprägten Landschaft. Außerdem wurden indigene BewohnerInnen dieser Gebiete lange Zeit als kaum menschlich wahrgenommen.
Keines der Gebiete war unbewohnt. Aber der Rassismus des 19. Jahrhunderts bedeutete, dass die Landnutzung indigener Völker nicht als menschliches Handeln erkannt wurde. Die indigene Bevölkerung wurde als wild, primitiv und gefährlich dargestellt. Und damit wurde der koloniale Landraub gerechtfertigt. Und wie sieht es heute aus? Nun, Wildnis ist immer noch ein mächtiges Bild in unseren Köpfen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann denken wir dabei vor allem an die Wälder und Wüsten Asiens, Afrikas und Amerikas. Genau an die Gebiete also, in denen schon KolonistInnen blind waren, für die Einflüsse und das Wirken nicht industrialisierter Gesellschaften. Ihr Irrtum ist also noch immer unserer. Um das anzuerkennen und dementsprechend zu handeln, müssen wir aber noch mit einem zweiten Irrtum aufräumen. Dieser beruht darin, dass Naturschutz in einer hierarchischen Form am besten organisiert sei. So sollen Menschen mit guter universitärer Ausbildung ganz oben an der Spitze der Hierarchie stehen. Sie verfügen über ein wissenschaftliches Fachwissen, über technologische Möglichkeiten und eine gewisse Voraussicht. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass alle anderen die Gebiete verlassen oder ihre Nutzung einschränken müssen. Auch jene, denen die Gebiete tatsächlich gehören und die dort seit Generationen leben. Aber warum sollten NaturschützerInnen aus Deutschland oder den USA mehr über den Regenwald im Kongobecken wissen als die lokale Bevölkerung selbst? Indigene Völker sind keine Eindringlinge, sondern sie leben seit Jahrhunderten in und mit ihrer Umgebung. Niemand versteht und verwaltet seine Umwelt so gut, wie indigene Völker es tun. Das sieht man auch daran, dass sich 80% der biologischen Vielfalt der Erde in indigenen Gebieten befindet. Und wenn ihre Landrechte geschützt sind, heißt das, dass sie mindestens gleiche, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse beim Naturschutz erzielen. Und das sogar noch viel kostengünstiger, als konventionelle Naturschutzprogramme es tun. Dieses Naturschutzverständnis, Nationalparks als in Anführungsstrichen unberührte Wildnis und eine effektive Organisation von außen, statt lokales Wissen und jahrhundertelanges Handeln anzuerkennen. Genau das prägt die Ausweisung und den Betrieb von Nationalparks im globalen Süden bis heute. Und das ist auch der Grund, warum es weiterhin Probleme gibt und sich koloniale Muster einfach bis heute fortsetzen. Doch was geschieht dabei konkret und welche Problematik steht dahinter? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Abläufe bei Planung und Errichtung von Nationalparks einmal genauer anschauen. Beginnen wir dafür ganz am Anfang. Da steht ja zunächst einmal die Frage, welche Gebiete überhaupt zu Nationalparks erklärt werden. Erinnern wir uns für die Beantwortung dieser Frage einmal zurück an das, was Anna eben gesagt hat. Indigene sind die besten NaturschützerInnen. In ihren Gebieten herrscht eine besonders hohe Biodiversität vor. Und genau solche Gebiete sind es aber, die sich besonders gut dafür eignen, dort Nationalparks zu errichten. Denn diese Nationalparks sollen zumindest angeblich eine hohe Artenvielfalt schützen und erhalten. Somit sind gerade indigene Gebiete von vornherein dafür prädestiniert, Schutzgebieten ernannt zu werden. Damit nun ein Nationalpark in Ihrem Land errichtet werden kann, ist nach internationalem Recht die Zustimmung der dortigen BewohnerInnen nötig. Diese Zustimmung muss frei, vorherig und informiert sein. Doch genau das wird im Normalfall nicht eingeholt. Meist wird die lokale Bevölkerung gar nicht erst über die Pläne für ihr Land informiert und wird dann vollkommen unangekündigt mit Gewalt vertrieben. Darüber berichtet Atoi, Angehöriger der Baka im Kamerun, in einer Aufnahme, die ihr gleich hören werdet. Die Aufnahme stammt aus dem Tribal Voice Projekt von Survival International, bei dem Indigene selbst in kurzen Schilderungen zu Wort kommen. Wenn ihr die explizite Schilderung von Gewalt lieber nicht hören wollt, dann solltet ihr allerdings die nächsten 2 Minuten überspringen. Was ist der Sinn dessen, was die Naturschutz-NGOs hier mit uns machen? Es macht keinen Sinn. Viele von uns Baka sind wegen der Situation im Wald bereits im Gefängnis gestorben. Sogar meine Onkel sind jetzt im Himmel wegen des Waldes, den unser Gott Komba für die Baka geschaffen hat. Die Baka werden nicht im Dorf geboren. Wir werden im Wald geboren und wachsen dort auf. Wir wissen, wie man im Wald lebt. Ich habe den Naturschutz-NGOs nichts angetan. Ich habe nichts kaputt gemacht, ich habe nichts gestohlen. Ich habe niemanden getötet. Ich habe nicht nach Ärger gesucht. Ich war zu Hause. Aber die Naturschützerinnen kamen, um mich in meinem Haus zu missbrauchen und zu beschimpfen. Warum? Ich weiß nicht einmal, was ich getan habe. Das frage ich mich wirklich. Sie nahmen mich mit und schlugen mich im Lager der Touristinnen. Sie zerstampften Chilischoten und rieben sie über meinen Körper. Überall, sogar an meine Genitalien. Sie rieben es an Stellen, wo es nicht hingehört. Chili in meinen Augen, überall. Ich habe bis heute Probleme mit meinen Augen. Ich bekam eine Blutkrankheit in meinem Magen. Die Krankheit breitete sich in meinem ganzen Körper aus. Meine Ohren waren zugeschwollen. Alles wegen des Waldes.
weil ich in den Wald ging, um ein paar Jagdfallen auszulegen. Ich dachte mir, wie kann ich wegen dieses Problems sterben? Warum wird mir das angetan? Ich habe niemanden umgebracht. Aber hier bin ich, in dieser Situation mit dem Wald. Sie haben mich geschlagen und es schmerzte so sehr, wie an dem Tag, als meine Eltern starben. Das Leid, das ich durchgemacht habe. Für mich muss das, was die Naturschutz-NGOs tun, aufhören. Es muss aufhören. Warum? Weil sie gekommen sind, um die Erde zu ruinieren, den Wald zu vernichten, mit uns darin. Doch warum muss die lokale Bevölkerung überhaupt ihre Heimat verlassen, wenn sie doch schon so lange dort bewohnt haben und einen großen Wissensschatz darüber besitzen, die Natur zu erhalten? Der Grund dafür liegt in diesem Naturschutzverständnis, das wir vorhin schon beschrieben haben. Nimmt man an, eine sogenannte Wildnis müsse vom Störfaktor Mensch möglichst unberührt bleiben, dann ist die logische Schlussfolgerung, die lokalen BewohnerInnen müssen das Land verlassen, sobald ein Nationalpark errichtet wird. Dort, wo sie früher gelebt, gejagt und Feldfrüchte angebaut haben. Das Wissen der indigenen Völker wird dabei gar nicht erst anerkannt, geschweige denn für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe genutzt, um den Nationalpark effektiv zu verwalten. Im Gegenteil, weigern sich Menschen, ihre Heimat zu verlassen, hat das Konsequenzen, wie wir gerade schon gehört haben. Immer wieder kommt es zu Misshandlungen, Vergewaltigung, Folter und Mord von Personen, die ihr Land betreten wollen. Dass ihnen dieses Land geraubt wird, bedeutet für die Indigenen aber noch viel mehr als einen bloßen Verlust ihrer Heimat. Verweigert man ihnen das Betreten der Region, in der sie seit Generationen für ihren Eigenbedarf gejagt, ihrer Toten gedacht, Feldfrüchte angebaut und gefischt haben, dann entzieht man ihnen ihre gesamte Lebensgrundlage. Eine ausreichende Entschädigung erhalten die Vertriebenen nicht. Hunger, Armut, Krankheit, sozialer Zusammenbruch. Das sind alles Konsequenzen eines solchen Landraubs. Was diese Konsequenzen konkret vor Ort bedeuten, erzählt uns Chinchu aus Indien. Auch ihre Stimme wurde im Rahmen des Tribal Voice Projekt von Survival International aufgenommen. Sie sagten, ihr müsst gehen oder wir holen die Polizei und verprügeln euch. Wir werden eure Häuser mit einem Bulldozer zerstören. Wir werden die Polizei rufen, wenn ihr nicht geht. Ihr müsst gehen oder die Polizei wird euch erschießen. So haben sie unsere Ältesten bedroht. Sie haben uns gedroht und uns gezwungen zu gehen. Wir wollten nicht gehen, aber unsere Ältesten hatten Angst. Also haben wir unser Zuhause zurückgelassen. Sie haben uns Geld für 50 Kilogramm Reis gegeben. Nachdem wir den Reis gegessen hatten, haben wir nichts mehr zu essen bekommen. Wir gingen, um für Essen zu betteln und kamen zurück und aßen es. Wir konnten dort nicht leben. Viele von uns starben, weil wir so wenig zu essen hatten. Wir dachten, dass wir alle sterben würden, wenn wir bleiben. Also kamen wir zurück in den Wald. Hier können wir Knollen sammeln. Wir haben Essen und Kleidung. Hier sind wir sicher. Wir können woanders nicht leben. Wir bleiben hier, auch wenn wir sterben müssen. Unsere Großväter und deren Väter lebten und starben hier. Wir werden auch hier sterben, so wie sie. Wir können nicht gehen und außerhalb unseres Waldes arbeiten. Wir können nur hier leben. Wir werden nicht gehen, auch wenn die Behörden uns dazu zwingen möchten. Um die lokale Bevölkerung im Anschluss an den Landraub von dem entsprechenden Gebiet fernzuhalten, werden Nationalparks häufig geradezu zu Festungen ausgebaut. RangerInnen werden ausgebildet. Modernste Technologien sollen die Parks verteidigen. Eine zunehmende Militarisierung kommt nicht zuletzt Rüstungskonzernen hier in Europa zugute. Man spricht deshalb auch oft von sogenanntem Festungsnaturschutz. Doch nicht nur die Rüstungskonzerne ziehen aus Nationalparks Profit. Während die eigentlichen BewohnerInnen durch ParkwächterInnen von ihrem Land ferngehalten werden, sind Massentourismus und der Verkauf von Jagdlizenzen in Nationalparks derweil gängige Einnahmequellen. Im Gegensatz zu den Menschen, die seit Generationen dort leben und die Biodiversität erhalten, werden zahlende TouristInnen und TrophäenjägerInnen von außerhalb willkommen geheißen. Diese Absurditäten sind nur einige der Faktoren, die dazu beitragen, dass das häufig schlechte Management von Nationalparks für eine Verschlimmerung der Situation und einen Rückgang der Biodiversität sorgt. Anstatt das Gebiet in seiner Artenvielfalt zu schützen, wie seine BewohnerInnen es vorher gemacht haben, wird ihnen ein europäisches Naturschutzverständnis aufoktroyiert, das dazu noch auf diversen Fehlannahmen beruht.
Aber warum sind Nationalparks trotz alledem so beliebt? Warum gibt es international Bestrebungen, bis 2030 30% der gesamten Erde in Schutzgebiete umzuwandeln? Und warum unterstützen viele große NGOs diese Pläne? Betrachten wir die Effekte von Nationalparks einmal aus Sicht von Regierungen, großen Unternehmen und anderen Interessenträgern des globalen Nordens, profitieren diese in vielerlei Hinsicht von dem Konzept der Schutzgebiete im globalen Süden. Mit Verweis auf ihre tolle Arbeit und den großen Fortschritt in Sachen Naturschutz können sich Regierungen als grün und fortschrittlich präsentieren, ohne sich durch eigentlich notwendige Entscheidungen auf einer viel tiefergreifenden Ebene unbeliebt zu machen oder gegen Interessen großer wirtschaftlicher AkteurInnen und Lobbys zu stellen. Sie lenken ab von der eigentlich wesentlichen Ursache von Klimawandel und Biodiversitätsverlust, nämlich von unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das durch Profitinteressen gesteuert ist, anstatt sich nachhaltig an gesellschaftlichen Bedürfnissen zu orientieren. Und genau deswegen sind Organisationen so wichtig, die Naturschutzkonzepte kritisch betrachten und sich für die Rechte Indigener einsetzen. Eine Organisation, die hier eine wichtige Rolle spielt, ist Survival International. Wir haben Linda Poppe, eine Mitarbeiterin der Organisation, für euch interviewt. Wir haben jetzt viel über die allgemeinen Probleme hinter dem Konzept von Nationalparks gesprochen und dazu auch Berichte von Indigenen gehört. Wie arbeitet ihr bei Survival International mit der Problematik? Survival hat mehrere Naturschutzgebiete untersucht, die man so als Beispiele nehmen könnte. Ich befasse mich zum Beispiel mit dem Kahuzi-Biega-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist ein Nationalpark, den es schon sehr lange gibt und der sehr stark von Deutschland unterstützt wird, in dem es ursprünglich mal zur Vertreibung der indigenen Bevölkerung kam. Die leben jetzt an den Rändern des Nationalparks, werden teilweise misshandelt oder auch getötet, wenn sie versuchen, dieses Gebiet wieder zu betreten, um zum Beispiel zu jagen oder um zu sammeln, Feuerholz oder Medizin oder Heiligenstätten zu besuchen. Und es gab jetzt eine Initiative der indigenen Bevölkerung, wieder in dieses Gebiet reinzugehen. Es wurde auch mit massiver Gewalt irgendwie niedergeschlagen. Also es sind auch Kinder lebendig verbrannt worden, zum Beispiel von Parkrangerinnen. Und all das ist irgendwie passiert. Und die GEBA, also Deutschland, oder die Wildlife Conservation Society, ist eine Naturschutzorganisation, die damit managt, denen ist das irgendwie so ein bisschen egal. Und wir versuchen halt quasi zu zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, weil das schwere Menschenrechtsverletzungen sind, die wir da unterstützen, irgendwie unter, ja, im Namen des Naturschutzes. Und dass das aber was ist, was es in vielen Naturschutzgebieten in Afrika und Asien gibt, was aber hier kaum bekannt ist. Und dass das eine Art von Naturschutz ist, die ja schweres Leid auslöst und die auch der Artenvielfalt nicht hilft. Also die Batwa, die da betroffen sind, die sagen zum Beispiel, dieses Gebiet ist in so schlechter Verfassung, wie es früher nie war, als wir da noch gelebt haben. Und das kann man auch sehen, das ist zum Beispiel auf der roten Liste gelandet, weil dieses Gebiet wirklich so schlecht gemanagt wird und so schlecht im Zustand ist im Moment. Gibt es denn auf der anderen Seite vielleicht auch Positivbeispiele, bei denen man sehen kann, wie es eigentlich laufen sollte? Ja, also ich glaube, ich würde vor allem nach Südamerika gucken, wo diese Idee, indigene Landrechte anzuerkennen, viel etablierter ist. Also die indigene Bewegung ist da viel stärker, als es vielleicht in Teilen Afrikas oder Asiens der Fall ist. Und da gibt es tatsächlich sehr viele indigene Territorien, das heißt, es sind keine Naturschutzgebiete, wo der Staat oder eine internationale Naturschutzorganisation das managt, sondern es sind indigene Territorien, wo die indigene Gemeinde selber das Sagen hat. Und das hat tatsächlich an sich ja erstmal nicht so viel mit Naturschutz zu tun, aber hat sehr gut auch für Naturschutz funktioniert. Also viele Sachen, die wir jetzt aus dem Amazonas-Regenwald kennen, wenn wir das auf Satellitenaufnahmen zum Beispiel sehen, sehen wir, dass die indigenen Territorien eigentlich die sind, wo die Abholzung so ein bisschen Stopp macht an der Kante des Gebietes irgendwie. Wir wissen auch, dass viele Indigene sehr aktiv sind im Kampf, zum Beispiel gegen die Rohstoffausbeutung auf ihren Gebieten. Alles Sachen, die ja auch mit Natur- und Artenschutz zu tun haben. Und einfach sie zu stärken, statt sie in diesen Projekten irgendwie völlig zur Seite zu wischen. Also würde ich, glaube ich, wirklich sagen, diese Anerkennung von Landrechten, die wir in Südamerika sehen, ist nicht perfekt. So, hallo Bolsonaro, ist nicht perfekt, aber sie hat irgendwie einen viel besseren Effekt für die Leute, die da wohnen und für die Artenvielfalt, als das in anderen Gebieten ist, wo das nicht so umgesetzt wird. Das Thema rückt ja zum Glück so langsam stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Sind mit Blick auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre denn auch tatsächliche Besserungen erkennbar? Also ich glaube, es ist schon mal klar geworden, dass das irgendwie nicht so weitergehen kann. Es wird ja auch jetzt viel mehr öffentlich, als es noch vor ein paar Jahren irgendwie war. Und die Reaktion darauf ist einmal zu sagen, okay, wir haben damit eigentlich nichts zu tun, aber wir laden die trotzdem mal ein so. Wir dürfen dann irgendwie
mit aufs Foto und dürfen auch Reden halten, aber selbst Indigene-Vertreterinnen selber kritisieren, dass sie eigentlich irgendwie da, Zitat, zum Singen und Tanzen eingeladen werden, ne? Dass sie quasi zeigen, in Einklang mit der Natur leben, das würdigen wir irgendwie, aber wenn es dann wirklich so um harte Sachen wie Landrechte geht oder Mitbestimmung, dann sitzen sie wieder nicht mit am Tisch. Und das sieht man auch in aktuellen Verhandlungen, zum Beispiel zu dem 30%-Ziel, also dass 30% der Erde zu Naturschutzgebieten werden sollen auf UN-Ebene, dass es da auch sehr viel Kritik von indigenen Vertreterinnen gibt. Ein paar sitzen mit am Tisch, das sind so ein paar Einzelne, aber der Großteil ist eigentlich nicht repräsentiert und sie haben auch keine formale Entscheidungsgewalt darüber, was dann da beschlossen wird. Sie können zwar sagen, es ist nicht gut, man muss unsere Landrechte erstmal anerkennen und das wird dann immer vielleicht in so netten Erklärungen verpackt, aber dass das wirklich umgesetzt wird, das sehen wir irgendwie nicht, auch wenn wir tatsächlich vermehrt sehen, dass sie da quasi mit vor die Kamera dürfen, aber dann, dass sich quasi in den Projekten selber nicht sehr viel tut. Die Klimabewegung in Deutschland oder Europa allgemein ist ja leider recht stark weiß dominiert. Wie können wir als weiße Menschen, als europäische Umweltorganisationen, die indigenen BewohnerInnen und AktivistInnen in betroffenen Gebieten unterstützen? Also es gibt sehr viele AktivistInnen im globalen Süden, die das thematisieren. Das sind Betroffene, aber auch NaturwissenschaftlerInnen oder ExpertInnen dort, also deren Position stark machen und hier auch über diese Ideen von Naturschutz sprechen. Ja, warum? Was ist unsere Vorstellung von Natur? Was ist unsere Vorstellung von, wie wir Naturschutz betreiben? Wieso machen wir Naturschutzgebiete? Was haben die überhaupt für eine Geschichte? Wie sind die entstanden und wie wurden die weiterentwickelt? Und sich an diesen Sachen irgendwie auseinandersetzen. Und wenn es dann um Naturschutz geht und um Biodiversitätsschutz, tatsächlich zu gucken, was sind denn die wirklichen Ursachen von Artenverlust? Das sind eben in der Regel nicht Jäger und Sammlerinnen, die in ihren Gebieten leben. Das sehen wir vielleicht so, als oder hat jemand ein Tier erlegt. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Biodiversität irgendwie unter den Druck setzt, unter dem sie jetzt steht, sondern das sind halt Sachen, für die wir im globalen Norden verantwortlich sind. Wenn wir wirklich was dagegen tun wollen, dann müssen wir das adressieren und nicht irgendwie kriminalisieren, wenn jemand seine Familie ernährt. Wie Linda Poppel sagt, liegt die Verantwortung dabei im globalen Norden. Das aktuelle Naturschutzmodell wird nicht überleben, wenn es sich nicht verändert. Auch der Naturschützer Rohit Singh aus Indien sagte, egal wie effektiv deine Ranger sind, wenn die Menschen um den Nationalpark herum dich hassen, kannst du den Park nicht schützen. Schutzgebiete, die wie Festungen funktionieren, wurden errichtet, um zu scheitern. Mit solchen Methoden macht Naturschutz die besten und wichtigsten Verbündeten, die lokale und indigene Bevölkerung, zu seinen Feinden. NaturschützerInnen müssen beginnen, ihre Verpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen. Das bedeutet auch, Projekte abzusagen, die Indigene und ihre Rechte verletzen könnten. Insgesamt ist eine Begegnung auf Augenhöhe nötig, die gleichzeitig fair ist und umfangreiches lokales Wissen über die Umwelt anerkennt, anstatt es zu ignorieren. Naturschutzorganisationen müssen die Selbstverwaltung Indigener ermöglichen, damit diese ihr Land unter eigener Kontrolle halten können. Denn die hohe Biodiversität und geringe Entwaldungsraten in indigen verwalteten Gebieten zeigen, dass der Schutz von Landrechten zugleich auch Umweltschutz bedeutet. Damit genau das endlich anerkannt wird, müssen auch große und bekannte Organisationen aus dem globalen Norden die kolonialen Kontinuitäten anerkennen und mit den Irrtümern ihres Naturschutzverständnisses aufräumen. Anstatt in umfangreichem Maße Greenwashing zu betreiben, müssen Regierungen sich auf die eigentlichen Ursachen für die Notwendigkeit eines effektiven Umwelt- und Naturschutzes konzentrieren. Dafür ist ein grundsätzliches Umdenken in der Weise, wie wir leben und wirtschaften, notwendig. Eine tiefgreifende sozialökologische Transformation. Und diese sozial-ökologische Transformation demokratisch gestalten, das bedeutet auch Naturschutz demokratisch gestalten. So wie der aktuell im globalen Süden organisiert ist, ist er weit weg von echter demokratischer Teilhabe der indigenen Bevölkerung und Einbeziehung lokalen Wissens. Und Naturschutz funktioniert nicht alleine, sondern nur in Kombination mit der Transformation anderer Sektoren, Verkehr, Energie, Wirtschaft, und darf nicht in Form von grünem Kolonialismus davon ablenken. Wir haben jetzt viel über koloniale Kontinuitäten im Naturschutz anhand des Beispiels von Nationalparks gesprochen. Die sind aber nur ein Teil von dem großen Gesamtthema des grünen Kolonialismus. Was auch dazu gehört, sind zum Beispiel Aufforstungsprojekte zur Kompensation. Hier einmal das Beispiel Atmosphäre. Auch darauf sollte man einen kritischen Blick legen. Denn das zugrunde liegende Prinzip ist dasselbe wie bei Nationalparks. Der globale Süden darf das wieder gut machen, was hier im globalen Norden passiert. Was genau es mit grünem Kolonialismus auf sich hat, das erklärt uns noch einmal Linda Poppe im Interview.
Es geht um mehrere Sachen. Also es geht so um die Idee, dass wir quasi was für den Klimaschutz und für den Artenschutz tun und dass dadurch aber Projekte entwickelt werden, die zulasten von Personen im globalen Süden gehen. Also es können zum Beispiel Naturschutzgebiete sein, wo ja sogar diese Landraubkomponente sehr stark ist, wie man das vom Kolonialismus kennt. Es können aber auch andere Sachen sein. Es gibt zum Beispiel viele Mapuche, die Probleme haben mit Initiativen zur Elektromobilität und so weiter. Also dass alle diese Sachen fallen da so ein bisschen rein, dass wir irgendwie versuchen, unsere Klima- und Artenschutzbilanz aufzubessern, aber eben auf Kosten von anderen und auf Kosten von deren Möglichkeiten, irgendwie ein Leben selber zu gestalten oder ihr Land und ihre Rohstoffe zu nehmen. Ihr seht, das Stichwort grüner Kolonialismus umfasst viel mehr als die Errichtung und den Betrieb von Nationalparks im globalen Süden. Aber ein zentraler Punkt, um grünen Kolonialismus zu überwinden, bedeutet, die Rechte der indigenen lokalen Bevölkerung zu achten. Und hierzu hört ihr noch einmal zum Abschluss Julio, den ihr schon vom Anfang kennt. Ahora, en estos momentos, estos hermanos indígenas. Nun, in diesem Augenblick, werden unsere Matjingenga-Verwandten eingeschränkt in ihren Rechten auf Bildung, Gesundheit und Nahrung. Ich glaube, dass es wichtig für die Welt ist, zu wissen, dass wir Naturschutz befürworten, aber dass auch indigene Rechte berücksichtigt werden müssen. Denn als indigene Völker wollen wir weiterleben, wie jeder andere Mensch auf dem Planeten. Das war die Folge zu Nationalparks im globalen Süden von Hört die Signale, dem Podcast der Naturfreunde Jugend. Wenn du mehr über uns wissen willst, folge uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Laut mitmischen, radikal demokratisch, für eine sozialökologische Transformation. Das ist die Naturfreunde Jugend. Hört die Signale.